44 Windjammer aus aller Herren Länder kommen zur SAIL 15 in Bremerhaven. Die Alexander von Humboldt der deutschen Stiftung SAIL Training aus Bremerhaven, liebevoll auch Grüne Lady genannt, hat natürlich die Ehre, die Parade anzusehen. Dahinter kommt in breiter Front die ganze Armada der stolzen Rahsegler aus aller Welt. Angeführt von der Mill, dem schnellsten Rahsegler der Welt mit besonderem Segelmanagement von Deck aus und fähig, besonders hart am Wind zu segeln. Sie wurde 1985 in Polen gebaut, ist das Schulschiff der russischen Handelsmarine. Den ganzen Stolz der Segelschulschiffe zeigen die chilenische Viermast-Barkentine Esmeralda und die Bark-Guayamas der Marine Ecuadors. Ihre Kadetten stehen aufgereiht auf den Rahen bis in die Mastspitze. Ein grandioses Schauspiel maritimer Tradition, allerdings ein Anblick, den sich deutsche Sicherheitsprüfer wegen der Gefahr eines plötzlichen Herzstillstandes doch lieber versagen sollten. Dahinter kommen zwei Vollschiffe ganz in weiß, die 1982 gebaute Damrotzki, Ausbildungsschiff der polnischen Marineoffiziere, und das 1929 gebaute norwegische Schulschiff Christian Radig. Der erfahrene Kapitän unseres historischen Raddampfers Freier, der mit uns das Sail In begleitet, ist ein netter Mann mit einem Herz für Filme. Als Padua in Deutschland gebaut, gehörte die mächtige Viermast-Bark zu den Flying P-Linern, die Salpeter aus Chile rund um Kap Horn nach Deutschland brachten. Heute in russischem Besitz heißt sie Krusenstein und dient der Kriegsmarine als Schulschiff. Dieser englische Top-Segelschoner von 1911 mit seiner attraktiven Besegelung war bereits Star in vielen Filmen, wird heute für Management-Trainings genutzt.